So, Freunde, heute habe ich mal wieder ein Aufbauspiel für euch. Es wird wieder ein bisschen apokalyptischer. Diesmal haben wir es jetzt nicht mit Atomkatastrophen oder einer Eiswüste zu tun. Wir haben steigende Meeresspiegel und dementsprechend Flut. Flatland heißt der Titel, ist schon eine Weile draußen. Es gab viele Rezessionen, wo von irgendwelchen Performance-Problemen die Rede war. Jetzt kam ein größerer Fix und deswegen dachte ich mir, ich schaue es mir mal an. Also dann, fangen wir an. Der Undertaker. So, neues Spiel. Mit dem Prolog beginnen und wir spielen natürlich das Tutorial. Oh, ich kann verschiedene Fraktionen oder Clans auswählen. Wir hängen an amerikanischen Traditionen und tun unser Bestes, um sie zu pflegen. Wir respektieren die demokratischen Verfahren und sind überzeugt, dass die liberale Zivilisation wieder auferstehen wird. Was haben wir hier? Oak Hill, benachbarte Familien, im Bunker eines Preppers. Einige Jahre begann die Belüftung des Bunkers zu versagen, sodass wir gezwungen waren, an die Oberfläche zu kommen. Viel technisches Wissen, geschwächte Immunität, anfällig für Krankheiten. Weiß nicht. Feuerwache. Wurde von einem Lebensretter einer Feuerwache gegründet. So viele Menschen wie möglich zu helfen. Dauerhafte Gemeinschaft, Vielfalt und Toleranz. Schon mal schwierig auszuwählen. Rationales Denken, Ordnung und Sicherheit, harte Arbeit und starke Führung. Ist nicht so meins. Gemeinschaft, die Vorurteile und Aberglauben ablehnt. Die Welt wieder aufbauen, besser organisiert ist als die alte, Einheit der alten Welt, feste Glauben an Hierarchie und Struktur. Ich glaube, ich nehme die Feuerwache. Schauen wir mal. Nahrung ist immer wichtig. Ach was, lass mich raten. Nahrung, Unterkunft, Wärme, Einführung, die Kamera. Ja, kriegen wir hin. So, Steuerung der Zeit. Ja, ist auch nichts Überraschendes. So, Auftrag. Die Grafik gefällt mir schon mal. Ist irgendwie gut. Ein neuer Anfang. Wir sind da. Hier haben die Späher die Leuchtraketen hochgeschossen. Anscheinend zu Recht. Sie haben die Zeichen gefunden, nach denen ich sie hatte suchen lassen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Wir versuchen hier, die Zivilisation zu erneuern oder zumindest den Startschuss dazu zu geben. So etwas macht man schließlich nicht jeden Tag. Apropos, hier werden wir mit der Suche nach dem Kraftwerk der Wiedergeburt aus der Zeit vor dem Vorfall beginnen. Mehr als 20 Jahre lang streiften hier nun Plünderer umher, die von Zeit zu Zeit ein provisorisches Lager aufschlugen und wahrscheinlich nicht wussten, welche Schätze hier zu finden waren. Aber ich habe verlässliche Informationen erhalten, dass sich das Kraftwerk irgendwo hier in der Gegend befindet. Aber als allererstes habe ich Hunger. Ich schätze, den haben wir alle. Sammle einen Vorrat an unbedenklicher Nahrung an, bevor du dein Lager aufschlägst. Kapitel 1. Stationäre Reisende. Okay, es gibt also eine schöne Geschichte zumindest. Wir müssen tatsächlich irgendwie was machen. Finde alle Späher und errichte eine dauerhafte Siedlung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das nur im Tutorial so ist, dass wir was zu tun haben oder ob uns im ganzen Spiel irgendwie immer wieder verschiedene Aufgaben zuteil werden. Okay, lass mich raten. Hier sind Bären. Suchen und erkunden. Erkundungsmarker. Okay, hier ist doch gut. Wie viele kann ich setzen? 3 von 6. Ja, kann ich ja hier noch erkunden. So, so. Ja, und vielleicht reicht es dann auch erstmal, oder? Dann geht mal erkunden. Also die Map ist interessant. Wir haben Nebel des Krieges. Wir sehen also nicht so weit. Das kann man doch bestimmt durchsuchen. Starte eine neue Suchaufgabe. Okay, das machen wir dann, wenn das Spiel der Meinung ist, dass wir das tun sollen, okay? Echt schöne Optik. So ein bisschen düster, aber irgendwie jetzt nicht so bedrückend. Also wenn ich da an Endzone, A World Apart, denke, das war deutlich bedrückender. Ich meine, vielleicht kommt es hier noch. Wir müssen jetzt erstmal 60 Nahrung finden. Ich finde auch die Oberfläche echt schön gemacht. 10 Einwohner, davon 5 untätig. Einfluss, Forschung, natürlich riskante Nahrung, unbedenkliche Nahrung, Wasser, Holz und Müll. Das ist gut. Erfolgreich. Das sollte erstmal für eine Weile reichen. Jetzt, da wir wissen, dass wir nicht verhungern werden, können wir die Zivilisation wieder in Gang bringen. Hier draußen in diesen ungezähmten, überschwemmten Gebieten fühlt es sich fast wie zu Zeiten der Abiogenese. Oh, hoppla, sorry. Abiogenese ist ein kompliziertes Wort aus der Biologie. Wow, ich habe mich auch fast nicht versprochen beim Vorlesen. Das so viel wie der Beginn des Lebens bedeutet. Es ist mir fast peinlich, solche Bildungsbegriffe in den Mund zu nehmen, aber manchmal sind sie einfach zu perfekt, um sie nicht zu benutzen. Alter, wer bist du? Was glaubst du eigentlich, wie du mit mir redest? Wissenschaftsberaterin. Ich verstehe. Nächste Aufgabe. Ich lese jetzt nicht mehr alles vor. Finde die Späher, die sich in den nahegelegenen Ruinen verstecken. Einführung, Aufträge. Hier oben stehen die Aufträge. Ah, da kann ich sehen, was aktiv und was abgeschlossen ist. Das ist schön gemacht. Die ganze Oberfläche gefällt mir gut.
Auch wenn es hier wieder teiltransparent ist, so wie in Aquatico. Aber hier kann man es wenigstens lesen, weil da im Hintergrund diese leicht düstere Wolke ist. Gut gemacht. Finde ich gut. Was haben wir hier rechts oben noch? Ah, da ist auch die Aufgabenliste. Ah, die sind gerade mit Suchen und Erkunden beschäftigt. Das sind also die Aufgaben meiner Leute. Bezirksinformationen und Probleme. Cool. Das Clan-Profil. Dann haben wir die Beziehungen. Die kommen wahrscheinlich dann später. Technologieentwicklung, Gesetze, Bezirksverwaltung. Da kommt schon einiges auf uns zu noch. So, jetzt lass doch mal hier durchsuchen. Personen gefunden. Wir haben sie gefunden. Die Späher haben die Expedition nur knapp überlebt. Sie haben den größten Teil ihrer Ausrüstung und Ressourcen verloren, als ihre Boote im Sturm sanken. Scheint ja eine fiese Gegend zu sein. Sie sind gern bereit, sich uns anzuschließen. Hä? Ich dachte, es waren unsere Späher. Natürlich schließen die sich uns an. Ja, nehmen wir. Wir haben Leute getroffen, die noch keinem Clan angehörten. Sie möchten sich uns gerne anschließen. Okay. 20 Stück? Hui, da passiert ja einiges. Ich hatte es schon vermutet. Das hier ist das Gebiet. Aus dem Kraftwerk der Wiedergeburt tritt ein ganz bestimmtes Isotop. Keine Sorge, es ist ungiftig. In die Gewässer in dieser Gegend aus. Das beweist, dass wir am richtigen Ort sind und weist uns die Richtung. Allerdings ist die Fläche des Überschwemmungsgebiets, das wir durchkämmen müssen, riesig. Aber dennoch sind wir näher dran, es zu finden, als irgendjemand sonst in über 20 Jahren. So, ich habe einmal Forschung gewonnen durch die Erledigung der Aufgabe. Kommt die nächste? Eieieiei. Soweit wir können, sollten wir es vermeiden, Tiere zu verletzen. Sie haben auch nur Hunger. Okay, wir sind also Vegetarier, wie es aussieht. Wir hatten unseren ersten Diebstahl, Seemöwen. Sind wir jetzt bei Raft oder was? Wir müssen anfangen, sichere Lagergebäude für die Gruppe zu bauen. Baue den Lagerplatz zu einem dauerhaften Lagerhaus aus. Einführung, Technologieentwicklung. So. Wachstum, Überleben, Wohlergehen, Erkundung. Okay, das sieht ziemlich... Ach du, das ist... umfangreich, würde ich jetzt mal so behaupten. Zelt, Sanitätszelt. Was haben wir da noch alles? Fischerpier, Feldküche. Okay, Überleben hat alles irgendwie mit Essen zu tun. Ah, es geht aber. Aber es ist... ist sehr, ja, aufgesplittet, sage ich mal. Also, Erkundung. Kleines Lagerhaus. Entwickeln. So, und jetzt kann ich doch bestimmt aufwerten. Für 300 Plastik. Ich habe keine 300 Plastik, oder? So, dann muss ich wohl Plastik finden. Lass mich raten. Da holen sie doch bestimmt Plastik raus. Ich kann doch hier noch durchsuchen. Ah, da gibt's doch noch Plastik. Wäre ja wohl ein Witz, wenn wir kein Plastik finden würden, oder? Da kann man auch noch durchsuchen. Nicht zu weit von zu Hause weggehen. Was ist das? Da kann ich doch dann bestimmt Suchgebiet, genau... Oh, Geländetyp tiefes Wasser. Oh, warte mal. Hier ist Gras, okay. Ah, da geht's schon ins Wasser. Oh, das heißt, hier um mich rum ist Wasser. Kann ich doch dann auch suchen, oder? Das ist ein großer Müllhaufen. Da brauche ich ein bisschen andere Sachen. Da brauche ich eine Sortierhütte dann, okay. Bäume kann ich erst mit einer Säge. Cool, cool, cool. Aber dann gehen wir doch mal hier erkunden. Und hier. Dann gucken wir mal in die Aufgabenliste. Fallende Ruinen, Gebäudereste, Suchen, Erkunden. Ja, ja, ja. Ich habe schon mehr als 300. Plastik. So, dann werte mal auf zu einem richtigen kleinen Lagerhaus. Aber diese Geräusche immer. So, ich habe 15 untätige Personen, aber nur einer arbeitet hier daran, ein kleines Lagerhaus zu bauen. Da finde ich jetzt ein bisschen schwach. Kann man die Leute nicht irgendwie noch zuweisen? Oh, warte mal, ich wollte ja noch was ausprobieren hier. Was, wenn ich groß mache? Guck mal, da kann man das ja noch besser lesen. Hey, das ist voll gut. Sowas hätte ich mir bei Aquatico gewünscht. Es kann so einfach sein. So, das Lager ist... gebaut. Und dann brauchen wir natürlich Unterkünfte. Da steht doch schon ein paar Zelte. Ach nee, Abdeckplanen. Also erst wieder forschen, Wohlergehen, Zelt. So, dann gucken wir uns gleich mal das Baumenü hier an. Erkundung, Wohlergehen. Boah, es ist auch echt schön gemacht. Man kann es erkennen, man kann drüber sehen, was es kann, was es tut, was es ist. So, jetzt ist die Frage, muss ich auf irgendwas achten? So, Nähe zum Lager oder so. Oder Wege dazwischen oder was... Was muss ich beachten? Bau abbrechen. Ja, auch mal ausprobieren. Genau, immer wichtig. So, 5 Zelte für jeweils 5. Okay, 1 hätte gereicht. Ist egal. Alle sollen Übernachtungsmöglichkeiten haben. Jetzt geht's los. Produktionsketten. Zeit für einen Realitätscheck. Wir wussten, dass es kein kurzes Camping-Abenteuer werden würde. Bevor wir überhaupt mit der Suche nach dem Kraftwerk beginnen können, müssen wir darüber nachdenken, ein dauerhaftes Lager zu errichten. Es muss nachhaltiger sein. Mit soliden, nachhaltigen Methoden zum Sammeln von Nahrung, Wasser und Ressourcen. Manchmal musst du vielleicht harte Entscheidungen treffen, um zu versuchen, alle satt zu bekommen. Aber dazu wird es natürlich hoffentlich nicht kommen. Ich habe meine Zweifel. Sorge für eine ständige Versorgung mit essbaren Pflanzen oder Fischen. Stelle sicher, dass die Menschen einen ständigen Zugang zu sauberem Wasser haben und sammle einen Vorrat an Müll. Cool. Technologie. Überleben? Nee, Müll. Kannst eine neue Haupttechnologie entwickeln. Haupttechnologien sind entscheidend für die weitere Entwicklung. Alle anderen Technologien beruhen auf
ihn. Wähle Müll. Cool. Damit machen wir dann alles aus Müll. Und dann haben wir ganz viele neue Techno. Ach du Schande. Zu viel auf einmal. Sortierhütte. Sortierhütte ist wichtig. Habe ich gesehen. Überleben. Fischerpier. Wildbeuterhütte und Wasserdestillation. Wasserdestillation ist gut. Wie viele Forschungspunkte habe ich noch? 4. Ich werde alles machen müssen, weil das ist bestimmt kein Zufall. Also, Wachstum. Sortierhütte stellen wir hier in die Gegend. Oh, das muss in die Nähe. Das muss in die Nähe von dem Zeug, das sortiert werden soll. Okay, dann Wasserdestillation muss in seichtes Wasser gebaut werden. Zum Beispiel hier. Warum sollte ich das rotieren wollen? Okay, Wasserdestillation und dann machen wir noch ein Fischerpier. Muss in der Nähe eines Fischschwarms gebaut werden. Hier sind Fische, ne? Boah, machen wir doch mal. So, also wir haben Wasser vielleicht. Wir haben Wasser, wir haben Fische. Wir haben die Sortierhütte, um Plastik zu sammeln aus Müllhaufen. So, haben wir noch was? Die Wildbeuterhütte zum systematischen Sammeln von Nahrung. Da sind 40, da sind 40. Wenn ich sie hier hinstelle, kann ich beide abdecken. Dann komme ich schon mal auf 80, ne? Haha, clever. Machen wir. Die Frage ist natürlich, ob da nachher irgendwie noch eine Struktur reinkommen muss oder ob das jetzt halt einfach so aussieht, wie es aussieht, ne? Oh, es gibt Probleme. Es gibt 17 obdachlose Menschen, aber nicht mehr lang. Alles ist besser, als auf nassem Stroh zu schlafen. So, es gibt 8 Obdachlose. Das heißt, ich muss noch 3 Zelte bauen. Das ist aber, da brauche ich ganz schön viel Platz für diese ganzen Zelte. Was fehlt hier? Plastik. Und hier fehlt auch Plastik. Okay, ich muss erst noch ein bisschen Plastik auftreiben. So, da wird schon durchsucht. Hier haben wir auch schon durchsucht. Was haben wir hier? Da können wir Wasser holen. Müllhaufen. Kann man sammeln. Sammeln. Das brauche ich doch nicht einzeln machen. Da kann ich doch ein Gelände machen, ne? So. Ich habe doch noch ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen ja gucken, dass wir an das Zeug kommen, um weiter voranzukommen. Was haben wir hier? Obdachlosigkeit 5. Ah, hier haben wir also die Bedürfnisse. 5 sind obdachlos. Aber wir bauen doch schon. Okay, was ist nicht alles geben kann. Hunger, Gesundheit, Sterblichkeit, Erholung, Durst. Ja, das Übliche halt, ne? Ist schon schön gemacht. Es fehlt einfach an Kunststoff. Aber wir arbeiten dran. Oder auch nicht. Bau Sortierhütte. Das wäre wichtig. Ah, das steht ganz oben. Oh, hier kann ich noch was durchsuchen? Nein, gut. Also nicht gut, aber gut. Aber diese Insel ist nicht gerade umfangreich, was die Ressourcen angeht, ne? Ich glaube, ich habe jetzt ein Plastikproblem, also ein Müllproblem. So, da Suchgebiet, dann kriege ich vielleicht noch ein bisschen Kunststoff. Oh, da ist noch was. Müllhaufen sammeln. Müllhaufen sammeln. Ich brauche jetzt auf jeden Fall genug Zeug für die Sortierhütte. Sonst kriege ich schon keinen Müll her. Und dann ist schon vorbei. Höchste Priorität für die Sortierhütte. Weil die brauche ich jetzt. Also ernsthaft, Leute. Priorität Sortierhütte. Und jetzt macht mal schneller hier. Los geht's. Jetzt haben sie erst Zelte gebaut. Ihr kleinen Penner. Ihr kleinen Penner. Wofür kann ich das bitte priorisieren, wenn ihr dann was anderes zuerst baut? Dann breche ich halt jetzt alles andere ab. Das braucht richtig viel Kunststoff. Nee, Müll. Soll ich das auch nochmal abbrechen? Ja, das breche ich auch nochmal ab. Gut, dass wir eine Fischerhütte haben. Dann gibt es wenigstens schon mal Essen. So, und jetzt baut endlich mal die Sortierhütte. Endlich. So, und dann können wir jetzt nämlich weitermachen mit erstens der Wasserdestillation. Dann haben wir eine Wildbeuterhütte und noch Zelte für, weiß nicht wie viele Leute. Es gibt derzeit keine Probleme. So, wenn du sortiert hast, da gibt es dann richtig Kunststoff. Ermöglicht das Sammeln von Müll aus dem Gebiet. Perfekt. So, hier wäre so eine Sortierhütte auch nicht schlecht. Aber die kann ich dann bestimmt irgendwie verschieben, oder? Abbau, aufwerten, höchste Priorität, Produktion anhalten. Ja, muss ich sie wahrscheinlich abbauen und woanders wieder aufbauen. Oh, meine Lagerkapazität ist zu gering. So, dann muss ich jetzt warten, bis ich genug Müll gesammelt habe. Kann ja nicht so lange dauern. Dann hoffe ich mal, dass das Essen nicht vorher abnimmt. Vielleicht geben wir mal noch mal ein paar Sammelaufgaben rum, dass wir noch mal ein bisschen Nahrung einsammeln. Nicht, dass die mir verhungern unterwegs. Das wäre nicht das erste Spiel, wo mir die Leute verhungern. Ein Gebäude ist nicht in Betrieb. Fischerpier. Oh, globale Bestandsgrenze erreicht. Ich angel zu viel. Interessant. Oh, ich kann auch Straßen. Ich kann noch keine Straßen bauen. Ich würde jetzt aber gerne Straßen bauen. Also ich angel zu viel, aber Kunststoff scheint noch nicht so das Problem zu sein. So, wo können wir denn noch was sammeln? Irgendwas? Ich glaube, Kunststoff kommt schon mal nicht zurück. Oh, 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 oh. Da haben wir ein wenig seichtes Wasser. Ich kann mehrere Lagerhäuser bauen. Kostet aber 300 Plastik. Müll. Ich sage immer Plastik. Aber es ist doch Plastik, oder? Nö, Müll. Einfach Müll. Aber es hängt ja nur am Fisch, von daher. Ist ja nicht so schlimm. Juhu! Wir haben eine ständige Versorgung mit essbaren Pflanzen oder Fischen und ständiger Zugang zu sauberem Wasser und einen Vorrat an Müllsammlungen. So, bietet den Menschen einen Ort, an dem sie lernen können. Jetzt geht's los. Jetzt geht's in Richtung Forschung hier. Ich bin
sowas von dabei. So, was finden wir jetzt? Feldküche. Was kann die? Mehr Essen machen. Ah, die macht aus Fisch unbedenkliche Nahrung. Das ist ja cool. Aber ich glaube, wir müssen erstmal das Holzzeitalter machen und dann ein Studierzimmer. Studierzimmer entwickeln. Und dann bauen wir das. Wir bauen das einfach relativ zentral. Ja, komm, wir entwickeln jetzt die Feldküche. Ist ja gut. Na, da unten werden Fische geangelt. Dann können wir doch hier die Feldküche hinmachen, oder? So, dann machen wir nämlich aus dem riskanten Nahrung, unbedenkliche Nahrung. Und das ist natürlich richtig gut. 3 vergiftete Menschen. Ja, ich arbeite doch dran. Aber da ist so ein bisschen immer was zu tun. Ja, ja. Ruhig bleiben. Die Feldküche hat schon eröffnet. Was ist mit ihm hier eigentlich? Mit der Wildbeuterhütte. Woran hängt's denn? Kann man da mehr Leute zuordnen? Nee, maximal 2. Schade. Hier gibt es noch eine Menge Müll. Vielleicht baue ich noch eine 2. Sortierhütte. So, deckt sie alles ab, ne? Es ist schon Tag 16 oder Nacht 16. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen laufen hier. Und dann schauen wir mal, was passiert. Müssen wir mal die Häuschen hier fertig kriegen. Es dauert halt ein bisschen, bis der ganze Müll zusammengesammelt ist. Ich glaube, mir gehen langsam die Leute aus, kann das sein? Mhm. Oh, da kommen Boote. Werden meine Fischer gewesen sein. Aha, das Lagerhaus hat auch eine Reichweite. Ach, guck mal, hier kann man noch was durchsuchen. Ja, dann durchsucht mal. Muss man immer ein bisschen unterscheiden zwischen seichtem Wasser und tiefem Wasser. Durch manches kann man durch anderes nicht. So, jetzt habe ich zu wenig Leute. Das ist cool. Dann nehmen wir mal ein paar aus dem Lager raus, dass wir lieber hier welche haben. Und hier vielleicht auch den 2. Na, wobei, Studierzimmer. Die grundlegende Funktionsweise des Studierzimmers besteht darin, gefundene Relikte aus der alten Welt zu analysieren, um die Forschung für die Entwicklung von Technologien zu nutzen. Okay. So, jetzt habe ich die 2. Sortierhütte nämlich. Jetzt geht's hier ratzifatzi. Sammle genügend Forschung. Und dafür habe ich jetzt Forschung bekommen. Das ist, ja. Ich kriege immer Forschung für die Ergebnisse. Wir haben die Anfänge einer echten Siedlung geschaffen. Ja! Eine echte, also die Anfänge einer echten Siedlung. Aber wir müssen uns vor Augen halten, was unser letztendliches Ziel ist. Wenn wir das Kraftwerk der Wiedergeburt tatsächlich finden, müssen wir es auch betreiben können. Wir müssen anfangen, Leute in speziellen Fähigkeiten auszubilden. Wir brauchen Leute, die arbeiten, selbstständig denken, führen und folgen können. Jahrzehntelang haben wir nur mit Stöcken gekämpft. Das müssen wir hinter uns lassen. Beziehungen zwischen den Clans zu schmieden, muss einen Weg finden, damit alle zusammenhalten und sich auf das Ziel konzentrieren. Also richte einen spezialisierten Arbeitsplatz für Menschen mit bestimmten Spezialisierungen ein. Geht's vielleicht noch ein bisschen unspezifischer? Schaffe ein Lernumfeld, in dem deine Bevölkerung ihre Spezialisierungen erweitern kann. Erhöhe die Standhaftigkeit deiner Bevölkerung. Besetze einen der spezialisierten Arbeitsplätze vollständig. Okay. So, wo finde ich das? Akademie, Studierzimmer, Forschung. Die folgenden Gebäude erhalten einen neuen Betriebsmodus. Studierzimmer. Leute studieren hier Bücher, um Erfahrung zu sammeln und Spezialisierungen zu entwickeln. Ah. Holzfällerhütten. Eine Holzfällerhütte ist auf jeden Fall wichtig. Dann machen wir eine Akademie. Was haben wir hier? Ah, Hütten sind doch in Ordnung, brauchen wir keine Häuser. Bügelsäge. Ermöglicht das Untersuchen und Zerlegen bestimmter Objekte aus Holz. Okay. Junge, Junge, da gibt es einiges zu tun hier. So, Holzfällerhütte. Am besten in die Nähe von viel Holz. Perfetto. Es gibt einen Mangel an Arbeitskräften. Jo, ist doof, ne? Das geht schon wieder gut los, so wie bei allem. Ich brauche also mehr Menschen. Was ist wichtiger, Forschung oder die Holzfällerhütte? Na, ich glaube, Holz habe ich relativ gute Versorgung momentan. Wie sieht's hier aus? Haben wir das jetzt eigentlich schon durchsucht? Okay, Aufwertung möglich. Ah, dieses Gebäude erhöht die globale Lagerkapazität. Daraus kann ich quasi ein eigenes Lagerhaus bauen. Let's go. Und das erweitert dann meinen Radius wieder. Ah, guck, jetzt habe ich hier ein größeres Feld. Oh, ich habe einfach keine Leute dafür. Nehmen wir doch mal 3 darüber. Ich glaube, hier in meinem Inner Circle habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Könnte ich zwar hier noch ein bisschen Nahrung sammeln, aber, ja, wobei, ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee. So, und hier wohnen jetzt 3. Lange Strecke zwischen Arbeit und Zuhause. Okay, jetzt vielleicht sollte ich mal ein bisschen langsamer machen. Was gibt's denn hier Neues? Fischerkai. Noch immer einfach, aber funktionell. Ah, das ist dann quasi mit spezialisierten Leuten. Arbeitskraft, Standhaftigkeit. Mhm. Trümmer. Soll ich jetzt eine neue Technologie entwickeln? Dann habe ich ein Sortierhaus. Okay, da habe ich dann auch, Spezialisten. Okay, vielleicht sollte ich jetzt auch mal rausfinden, wie ich die Standhaftigkeit auch wirklich verbessere. So, wenn ich da jetzt Akademie draus mache, was passiert dann? Nix, weil jetzt erstmal Nacht ist. Schade. Oh mein Gott. Lange Strecke zwischen Arbeit und Zuhause. Vielleicht sollte ich denen hier ein Zelt hin
stellen. So, ihr wohnt jetzt hier. Geht es? So, jetzt geht's los. Einführung, Gebäudemodi und Erfahrung. In diesem Bereich kannst du den Betriebsmodus auswählen. Jeder Modus aktiviert eine alternative Funktion eines Gebäudes. Nächster Tipp. Klicke am unteren Bildschirmrand auf Clan-Profil, um Informationen zur Erfahrung ihres Clans. Ah, okay. Clan-Profil, Spezialisierungen, Disziplin, Stufe 0. Belesenheit, Stufe 0. Ausdruck, Stufe 0. Standhaftigkeit, Stufe 0. Du kannst Fähigkeiten verbessern, indem du in den Akademien genügend Erfahrung sammelst. Also ich muss aus den Büchern, muss ich Forschung? Nee, Einfluss. Okay, langsam wird es hier richtig komplex. So, ich habe die Standhaftigkeit verbessert. Ich weiß nicht woher, aber gut. Kriege ich jetzt noch Forschung dazu oder kriege ich jetzt nur Erfahrung? Aber ich habe eh nichts mehr zu Dingensen. Was ist das Problem? Durst. Warum Durst? Was dürstet euch? Okay, wir brauchen mehr Wasser. Mehr Wasser. Gibt es ja nicht auch noch was Effizienteres? Wasserdestillation. Da gibt es dann Wasserreinigung. Da muss ich aber noch ein bisschen was erledigen. Also dieser Forschungsbaum beeindruckt mich immer noch. Das ist ja Wahnsinn. Überleben. Wasserdestillation. Machen wir zweimal. So, weitermachen. Also, was haben wir denn? Wir müssen noch an Spezialisierungen gehen. So, wir bauen einfach ein Sortierhaus. Und ich würde sagen, wir reißen das. Oh, ich kann es aufwerten. Oh, ich brauche es nicht abreißen. Das ist gut. Gebäude aufwerten ist immer super. Super. Wie kann ich den Leuten denn sagen, dass sie jetzt hier wohnen sollen? Ja, ich habe doch schon ein Sortierhaus gebaut. Ich brauche doch jetzt nicht hier. So, lass mal hier nochmal ein Zelt hinstellen. Ich kann hier halt auch gar nicht so wahnsinnig viel machen, ne? Oh, hier gibt es aber einiges einzusammeln. Ich nehme alles zurück, von wegen nicht viel zu machen. Sehr hohe Arbeitsbelastung. Ich brauche einfach mehr Leute. Könnte ich bitte mal mehr Menschen bekommen? Wie bekomme ich mehr Menschen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wie bekomme ich mehr Menschen? Richte einen speziellen... erledigt. Jetzt kann ich den Funkturm verwenden. Was ist ein Funkturm? Ah, nimm den Funkturm wieder in Betrieb. Gut, dass ich gefragt habe. Benutze den Funkturm. Kapitel 2. Integriere andere Clans in die Gemeinschaft. Jetzt kommt dann noch das Ganze mit den Clanbeziehungen und so dazu. Okay, wo ist der Funkturm? Ein Gebäude ist nicht in Betrieb. Moment. Okay, so. Jetzt ist es in Betrieb. Ah, hier ist der Funkturm wahrscheinlich. Sieht auch gut aus, ne? Er ist schon gut gemacht. Echt hübsch. So, interessanter Ort. Nähern. Nähert euch mal. Okay, nähert euch tagsüber. Und dann kann man sich doch hier auch noch nähern. Was haben wir hier? Muss man was aufsammeln. Oh, hier haben wir Müll. Ihr habt schon wieder zu viel zu tun, ne? Ja, ich weiß. Ich fordere viel, aber... ich gebe auch viel, Freunde. So, dann machen wir das hier auch zu einem Sortierhaus. Oder sollte ich eigentlich auch ein Sortierhaus hinstellen? Muss mal gucken, was sich mit dem Funkturm auf sich hat. Aber vielleicht nehme ich da mal einen Lagerarbeiter raus. Einführung der Lagerplatz. Ja, hinzufügen und entfernen. Habe ich schon lang gemacht. Was mich viel mehr interessieren würde, wäre, wie ich Unterkünfte neu zuweisen kann. Im Sinne von, du wohnst jetzt hier und nicht mehr an der anderen, im anderen Lager. Naja, wird uns schon noch was einfallen. So, was gibt's hier? Wir haben etwas gefunden. Es war in einem Käfig, gerade noch am Leben. Aber am Leben. Wir sollten sie füttern und freilassen. Wir sollten sie kochen. Nein. Wir sollten die Taube als Symbol der Hoffnung behalten. Hervorragend. Symbol der Hoffnung klingt gut. So, Funkturm durchsuchen. Jetzt lassen wir die erstmal hier durchsuchen, ne? Ach, was soll's. Einfach auf Durchsuchen drücken. Machen sie eh erst, wenn sie Zeit haben. Was haben wir hier? Bezirksverwaltung. Erhalte Informationen über die Bezirke. Aktuelle Angelegenheiten. Durst? Nein. Informationen. Cool. Da kann man das alles ein bisschen besser sehen. Wo ich jetzt überhaupt schon bin und wo ich überhaupt hin kann. Also die ganze Oberfläche und auch die ganze Machart gefällt mir gut. So, wie sind eure Aufgaben? Zerstörtes Haus, suchen, erkunden, zu lange Strecke zwischen Arbeit, dann zieh doch hier hin. Ich verstehe es nicht. Verstehe nicht, das sind doch 2, 3, 4 Zelte. Da arbeiten 4 Leute und hier stehen 4 Zelte. Also Zelte für 6 Leute, so rum. Stellen wir halt nochmal 2 Zelte hin. Oder 3. Oder 4. Was soll der Geiz? So, was kann man denn noch erforschen? Ich habe noch 26 Forschungspunkte. Jetzt lass mal gucken. Also, was haben wir hier noch? Müllsortierung nimmt um 2 zu... Ich brauche nicht mehr Platz, ich brauche mehr Leute. Die Bügelsäge wäre doch mal was. So, Wohlergehen, Sanitätszelt, Verschlag. Ah, brauchen wir jetzt alles noch nicht. Aber wenn ich eine Bügelsäge habe, dann kann ich jetzt nämlich diese ganzen Bäume platt machen. Oh, das kann ich auch so machen. Na dann, mach mal alles platt. Ja, entspannt euch. Könnt ihr ja der Reihe nach erledigen. So, die haben auch ein bisschen zu viel zu tun, glaube ich, ne? Vielleicht... möglicherweise. Lass mal jetzt einfach mal noch ein bisschen laufen. So, Funkturm. Aufwertung. 800 Müll, 400 Holz. Also 400 Holz habe ich inzwischen. 800 Müll habe ich noch nicht, aber den kriege ich zusammen. So, und da haben wir es auch schon. Über 800. Da kann ich den ja wieder in Betrieb nehmen. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Okay. Benutze den Funkturm, um die anderen Spähergruppe aus...
findig zu machen. Übertragung starten. Okay, damit kann ich das Gebiet scannen und ich kann eine Expedition vorbereiten, wenn ich dann Leute habe. So, Übertragung starten. Suche nach allem. Und ich habe gefunden, wie überraschend. In dieser Fabrik scheint sich irgendwas zu tun. So, erreiche die Spähergruppe in der ehemaligen Fabrik. So, das heißt, suche nach Leuten. Gebiet nicht erreichbar. Was muss ich da machen? Muss ich da eine Expedition hinstarten? Ah, die können sich auch niederlassen und neue Kolonien gründen. Da gibt es auch eine Info. Okay, fast. Aber wenn ich drüber gehe, sende eine Expedition zur Insel mit der gefluteten Fabriken. Okay, da ist Wasser dazwischen. Ich verstehe, da kann ich eh nicht hinlaufen. Aber wo soll ich denn die Leute für eine Expedition herkriegen? Es gibt keine untätigen Menschen. Ich glaube, ich nehme mal beim Studieren einen weg. Dann nehme ich beim Müllsammeln einen weg. Und beim Müll sammeln und beim Wasser destillieren. Und dann kann ich doch eine Expedition mit 3 Leuten schicken. Kann ich da aussuchen, wohin oder... Ah, tatsächlich. Und die kann ich dann hier hinschicken. Na dann, wird schon einen Grund haben, warum die wollen, dass ich da hingehe, ne? Aber ist echt gut. Du kannst bei Expeditionen aussuchen, wo sie hin sollen. Guck mal, hier ist noch ein Riesenrad. Da hinten ist noch sowas wie ein Fernsehturm, glaube ich. Ein Wasserturm, ein Kran. Eine intakte Fabrik. Auch spannend. Parkplatz. Platz, Wolkenkratzer. Was haben wir hier? Da ist das Kraftwerk, von dem immer alle reden. Industriekamin. Cool. Aber das ist ja der Wahnsinn, was da noch alles irgendwo ist. Hier so ein Fußballstadion oder sowas. Stadionruinen. Nice. So, hier ist also jetzt ein Pfadfinderlager. So, und dann kann ich nämlich in dieser Fabrik nach Leuten suchen. Neuer Clan entdeckt. Okay, ich habe einen neuen Clan. Vorrangiger Wiederaufbau der alten Welt. Ah, das waren die es nicht so ganz mit der Freiheit und Liberalität, ne? Es leben Menschen hier. Wir sollten sie natürlich aufnehmen. So, wie viele Leute habe ich jetzt? Oh, 30. Schön. Dann kann ich doch jetzt hier ein bisschen Arbeitskräfte aufblasen. Oh, vielleicht auch nicht. Hallo? Sind die jetzt auf der falschen Insel und deswegen kann ich die jetzt nicht... Oder wie ist es? Oder dauert es einfach noch? Die sind noch nicht da. Ach so, das sind nicht meine, oder? Verstehe ich nicht ganz. Dann sollen die mal ein bisschen erkunden hier. Ach so, ich muss dann quasi mit denen nach Hause. Aber jetzt durchsuchen wir erst noch ein bisschen hier. Wenn wir eh schon in der Region sind. Wenn wir eh schon in der Region hier sind. Ja, da können wir aber noch nichts machen. Kann man die Suche hier entfernen. Die hier auch. Ja, großer Müllhaufen kann ich jetzt auch nicht aufsammeln. Dann sollen sie hier mal noch vollends durchsuchen. Und danach schicken wir sie nach Hause. Nach Hause! So, ein Pfadfinderlager ist derzeit untätig. Zurück nach Hause. Und dann habe ich die 10 Leute auch, die ich da gefunden habe. Dass unsere Beziehungen zum Clan Überlebende von Okil sind eine Katastrophe. Was? Beziehungen sind neutral. Okay. Finde ich jetzt nicht so Katastrophe. Das kommt mir so ein bisschen aus Anno bekannt vor. So mit dem Kreis. So, wo stehen wir denn gerade? Hier neutral, freundlich, familiär, abgeneigt, feindlich. Das ist aber schön gemacht. Also es ist, das ganze Spiel ist rund. Das macht schon alles irgendwie Sinn und es spielt sich auch gut. Es ist echt in Ordnung. Oh, leider kam es während der Expedition zu Infektionen. Cool, jetzt habe ich eine Hustenepidemie. Eigentlich wollte ich jetzt mal langsam hier zum Ende kommen für heute, aber es kommt bestimmt irgendwas mit, überlebe die Epidemie. Okay, in sowas bin ich der König. Bei mir stirbt keiner. Nie. So, Technologieentwicklung. Kräuterfarm, nicht entwickelt Bretter. Also Bretter, Kräuterfarm, dass die Leute nicht hungern müssen, nicht sterben müssen. Aber jetzt habe ich doch Leute, oder? Kann ich die jetzt nicht irgendwie einsetzen, sinnvoll, dass dann auch alle glücklich sind? So, dann machen wir hier noch 2 ins Lagerhäuschen. Ah, hier ist, glaube ich, ein bisschen zu viel zu tun. Da müssen wir noch mehr rein. So, jetzt habe ich wieder 30 Leute, die verplant sind. Ja, und was machen wir jetzt? Yay, es gibt 5 infizierte Menschen. Ich sollte mich um Einrichtungen kümmern. Ah, Entscheidungen. Mhm. Organisierter Sport. Ich denke, wir sollten uns auf wichtigere Dinge... 10 Menschen haben einen neuen Status. Gereizt. 20 Menschen haben einen neuen Status gereizt. Cool, jetzt sind beide unzufrieden. Geil. Okay, das mit den Beziehungen, das könnte komplex werden. Quizfrage. Bretter. Wie komme ich an Bretter? Ah, eine Holzverarbeitungsanlage. Und ich habe zu wenig Forschung dafür. Das ist super. Falsche Entscheidung getroffen. Cool, ich komme nicht weiter. Ich brauche 15 für Bretter, bitte, ja? Wir haben immer noch Erkrankte in der Siedlung. Ja, entspannt euch. Das wird schon. Forschung, Wachstum, Holzfällerverarbeitung. Anlage bauen. Mach mal langsam hier. Nicht so ein Stress. So,
Holzverarbeitungsanlage. Am besten in die Nähe vom Holzfäller. Ja, nein, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Das wird schon irgendwie. So, weil dann können die nämlich Bretter machen und dann können wir die Kräuterfarm bauen. Und dann überleben wir vielleicht diese Epidemie. Der Mann mit dem Tambourin. Stört dich der Lärm von diesem Verrückten denn gar nicht? Ich meine diesen kleinen Dreckskerl. Was? Der sich uns gestern mit der letzten Gruppe angeschlossen hat. Der jetzt ununterbrochen durch die Siedlung rennt, auf sein Tambourin schlägt und singt Dundanana. Genauso klingt es. Dundanana. Bei diesem Lärm ist es so schwierig, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Ich wusste, diese Typen würden Ärger bringen. Wenn ich das sagen hätte, würde ich schnell etwas dagegen tun. Kein Platz für solche Dummheiten. Konfiszieren. Es liegt ganz an dir. Du bist ein freier Mensch und kannst selbst mit diesem Jungen und seinen Leuten sprechen, solange du seine Freiheit rechnest. Boah, was habe ich mir da für einen Clan ausgesucht? So die ganz Liberalen. Das finden die Überlebenden von Oakland halt nicht so gut. Aber egal. Was ist denn hier überall los? Ich habe immer noch eine infizierte Person. Aber ich habe doch Medikamente ohne Ende. In der Gemeinschaft befinden sich Clans mit schlechten Beziehungen zueinander. Oh, wir sind einander abgeneigt. Tja, Pech, ne? Es steht ihnen jederzeit frei zu gehen. Vielleicht auch nicht. Also ich würde sagen, wir warten jetzt noch ein bisschen, bis wir den Bau voranbringen können. Dann die Epidemie überleben. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon genug gesehen. So, und damit haben wir eine Kräuterfarm, um Medikamente herzustellen. Und die Gesundheit ist hervorragend. Also, mal nicht schlecht oder so. Überlebe die Epidemie. Oh, ich muss ein Sanitätszelt bauen. Huch! Jetzt habe ich meine Aufgaben ganz falsch gemacht. Sanitätszelt. Wo ist denn das Sanitätszelt? Wo ist das bestimmt bei Wohlergehen? Da schau her. Sowas. Wie dumm von mir. Dann bauen wir... Alter, ist das riesig. Dann bauen wir doch mal das Sanitätszelt. Dann machen wir es halt so. So, und damit kann ich dann die letzten behandeln, oder? Wahrscheinlich nicht, weil ich dann wieder keine Arbeiter frei habe. Hahaha. Klinik. Die Menschen fühlen sich besser. Könnte ich jetzt diese Epidemie bitte überleben? Danke. Damit habe ich die Epidemie überlebt. Was kommt als nächstes? Erlasse grundlegende Gesetze. Schaffe einen Raum für die Freizeitgestaltung und geselliges Beisammensein. Gewinne einen Einfluss, indem du das Bedürfnis nach Freizeitgestaltung befriedigst. Wir haben noch nicht alle Bedürfnisse und Anforderungen der Leute gesehen. Aber ich finde es wahnsinnig spannend. Vor allem die Geschichte mit Leuten aus zwei oder wahrscheinlich später auch noch mehr Clans in eine Gemeinschaft zu integrieren. Und dieses Zusammenspiel zwischen den ganzen Clans. Definitiv eine interessante Geschichte. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, das Spiel noch eine Weile zu spielen. Aber hier soll es jetzt für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer Daumen nach oben, Abo dalassen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Sagt danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.